1914 bis 1945. 30 Jahre voller Chaos und Gewalt. Europa versank in das tiefe Elend zweier Weltkriege. Enttäuschte Hoffnung, Tyrannei und Verbrechen. Eine Zeit voller Unsicherheit und Angst. Genau zu dieser Zeit jedoch schrieb die Schweiz Geschichte. Eine Geschichte, die viele Helden schuf, neue Erfolge in Technik und Präzision hervorbrachte und der Schweizer Armee die Kontrolle über die dritte Dimension, den Luftraum, ermöglichte. Die Geburtsstunde der Schweizer Luftwaffe. Hundert Jahre später. Gemeinsam mit dem Militärhistoriker Beat Benz gehen wir auf die Suche nach Spuren aus dieser Zeit. Im Flieger- und Flappmuseum Dübendorf. Juli 1914. Unter der Leitung des ersten Luftwaffenkommandanten Theodor Real traten die ersten 9 Piloten ihren Dienst an. Da die Schweiz noch keine eigenen Kampfflugzeuge besaß, wurden sie aufgefordert, ihren Dienst mit ihren eigenen Flugzeugen auszuüben. Die erste Basis war das Beuntenfeld im Kanton Bern. Später folgte dann der Flugplatz in Dübendorf. Die ersten Flüger, die man hatte, das waren hauptsächlich zivile Flüger, die man angezogen hat, um Luftaufklärung zu machen, vor allem an den Grenzen an, im Norden, wo auch der Hauptbrennpunkt für die Schweiz war während dem Ersten Weltkrieg. Mai 1940. Hitlers Westoffensive ist voll im Gange. Dabei sind unsere westlichen Nachbarn häufigen Bombardierungen und heftigen Luftkämpfen ausgesetzt. Die schweizerische Luftraumüberwachung verzeichnet Dutzende Luftraumverletzungen, hauptsächlich durch deutsche Bomber. Infolgedessen kommt es zu Alarmstarts der Schweizer Messerschmitt 109, zu dieser Zeit die modernsten Kampfflugzeuge überhaupt, welche die eingedrungenen Flieger abfangen und in letzter Konsequenz abschießen sollen. Die Schweiz ist mit ihrer wendigen Messerschmitt 109 gegen die eher schwerfälligen Bomber klar im Vorteil. Es ist eine Ironie von der Geschichte, dass gerade die deutschen Flugzeuge, die wir in die Schweiz geliefert haben, hauptsächlich angezogen worden sind, um andere deutsche Flüger, die eingedrungen sind, zu bekämpfen. Und dies so erfolgreich, dass der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe Hermann Göring und Adolf Hitler der neutralen Schweiz mit Vergeltungsakten drohen. General Henri Guisan reagiert darauf mit einem generellen Startverbot für seine Kampfflieger. Gegnerische Fliegerstaffeln, welche die Lufthoheit der Schweiz verletzen, werden künftig von den Kanonen der Schweizer Fliegerabwehr in Empfang genommen. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahre 1943 starten alliierte Truppen massive Luftangriffe gegen deutsche Städte. Aufgrund von Navigationsfehlern werden auch Schweizer Städte wie Basel, Zürich und Schaffhausen vom Bombenhagel getroffen. Der Angriff auf Schaffhausen am 1. April 1944 zählt zu den schwersten Bombenabwürfen über Schweizer Boden. Die Stadt wird von zahlreichen Brand- und Sprengbomben amerikanischer Flugzeuge getroffen. Dutzende Menschen verlieren durch diese Angriffe ihr Zuhause, einige sogar ihr Leben. Schweres Leid ist über die schöne Stadt am Rhein hereingebrochen. Man muss auch wissen, dass die Schweiz, obwohl sie nicht kriegsführend war, genau gleiche Verdunkelung hat müssen einführen in der Nacht wie die anderen Länder rundherum, die Krieg geführt haben. Und das hat natürlich auch den alliierten Bombenverbänden Schwierigkeiten gegeben, den Unterschied zu machen. Bei Nacht vor allem, wo ist die Schweiz und wo hört die Schweiz auf. Wir verlassen Dübendorf und suchen weiter nach Zeugen der Zeit. Utzensdorf, ein kleines Dörfchen im Berner Mittelland. Ein geschichtsträchtiger Ort. Im Mai 1943 starten amerikanische B-17-Bomberstaffeln einen Angriff auf die deutsche Rüstungsindustrie. Der Einsatz entwickelt sich aber zunehmend zu einem Desaster.
Die fliegenden Festungen, wie diese Bomber auch genannt werden, werden in heftige Luftkämpfe mit deutschen Jägern verwickelt. 88 der schwerfälligen Maschinen werden von den wendigen deutschen Jägern abgeschossen. Der Abschuss jedes Bombers bedeutet den Verlust von je 10 Mann Besatzung. Eines der Flugzeuge kann sich angeschossen in die neutrale Schweiz retten. Aus hoffnungsloser Lage heraus kann der Pilot die Maschine in Utzenstorf landen. Es soll nicht bei dieser einen Landung bleiben. Ab 1943 setzen über 300 alliierte Bombermaschinen zur Notlandung in der Schweiz an. Ja. 70 Jahre später treffen wir den Kriegsveteran und Piloten Franz Gähwieler im Museum von Rolf Zaug in Utzenstorf. Ein Keller voller Zeitgeschichte. Hier haben wir den B-17 von Utzenstorf. Hier haben wir den B-24 von Egistorf am 11. Mai. Hier haben wir Mustang-Instrumentenbrett. Unmengen originaler Fundstücke und Andenken solcher Notlandungen zieren die Vitrinen und Regale im kleinen Museum. Der 94-jährige Pilot erinnert sich noch gut an diese aufregende Zeit. Und wir haben das Empfangskomitee gemacht. Wir haben sie in der Luft aufgenommen, haben uns mit Flügelschwenken genähert. Der Sammler Rolf Zaug sucht seit 20 Jahren nach Wrackteilen und Andenken der amerikanischen Bombermaschinen, welche in der Schweiz Zuflucht suchten. So fand er im Jahr 2000 den Motor eines B-17-Bombers, welcher über dem Greifensee abgeschossen worden war. Franz Gähwieler hat diesen Abschuss aus nächster Nähe miterlebt. In Dorf bin ich geflogen mit meinen Kollegen zusammen und ich sehe einen B-17-Bomber, wenn er aus dem Osten kommt. Pilot Gähwieler und seine Kameraden beschließen, das Flugzeug zu eskortieren, bis weitere Befehle eintreffen. Da keine Menschen an Bord zu sehen sind, glaubt der Luftabwehrkommandant, dass es sich um ein führerloses Flugzeug handelt und erteilt den Befehl zum Abschuss. Und dann bin ich aktiv geworden. Ich wusste, da hat es Leute an Bord, die sind schon da. Doch es ist zu spät. Gähwieler wird nicht rechtzeitig gehört. Es hat mit dem ersten Feuerstoß der Schweizer hat den linken Motor verbrennen und der hat eine brüske Kurve gemacht und ist im Greifensee noch notlanden. Auch wenn die Kriegsfliegerei oft durch tragische Ereignisse geprägt wurde, weiß Gähwieler auch heute noch, warum er nie aufgehört hat, diesen Beruf zu lieben. Es ist herrlich schön, so eine Wolke zu umarmen. Also, das ist unsinnig schön. Das ist die Liebe zum Fliegen. Wir sind in Mollis im Glarner Unterland. Beat Benz führt uns in diese Ortschaft, die einst ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Verteidigungsstrategie gewesen ist. Bei der zweiten Mobilmachung im Jahr 1940 bemerkt der General, dass er seine Verteidigungsstrategie neu ausrichten muss. Er entwickelt die Idee, einen Rückzugsort in den Schweizer Alpen zu errichten. Das Réduit National ist geboren. Zu dieser Strategie gehört auch der Bau von Felskavernen und Unterständen, welche den Flugzeugen Schutz vor Angriffen bieten. Man befürchtet, dass bei einer Invasion der Schweiz als erstes die Luftstreitkräfte zerstört werden sollen. Bis Ende des Zweiten Weltkrieges zählt das Réduit von der Festung Sagans über den Gotthard bis hin zur Festung Saint-Maurice insgesamt 8 einsatzbereite Kavernen. Herr Benz führt uns nicht zu einer Kaverne, sondern zu einem sogenannten Unterstand. Flugzeuge und Mannschaft waren hier im Gegensatz zu einer Kaverne getrennt stationiert. Im Falle eines Angriffs wäre ein Teil der Armee dazu eingesetzt worden, den Gegner an der Grenze aufzuhalten, sodass sich der Rest der Armee ins Réduit hätte zurückziehen können.
Von da an hätte man versucht, den Gegner mittels der Kleinkriegtaktik aus dem Reduit heraus durch nadelstichartige Überfälle zu zermürben. Diese Strategie sorgte für Aufsehen im In- und Ausland. Die Strategie hat sich in dem Sinn so bewährt, dass sie zwei Zeichen gesetzt hat. Gegenüber den Gegnern eine abschreckende Wirkung, dass der Überfall auf die Schweiz wahrscheinlich nur durch sehr grossen Aufwand bewerkstelligen konnte. Andererseits, auch gegenüber der Heimfront, hat sie der Bevölkerung das Gefühl gegeben, dass die Armee den Auftrag erfüllen kann und die Schweiz nachhaltig schützen kann. Im Beuntenfeld schlug 1914 die Geburtsstunde der Schweizer Luftwaffe. Doch es sollte kein Höhenflug ohne Turbulenzen werden. Eine ganze Reihe von Schweizern hat in den letzten 100 Jahren als Piloten und Mechaniker im Dienste des Vaterlandes ihr Leben gelassen. Sie alle haben an der Erfolgsgeschichte der Schweizer Luftwaffe mitgeschrieben, von 1914 bis heute.